Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. In einem der letzten Streams wurde ich weiß gar nicht mehr, wer es war, wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Ah, hier ist eine Karte mit bei, okay. Darum geht es nämlich, habt ihr ja schon in der Videobeschreibung gesehen. Da wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es da was gibt, was sich er abnennt. Ich hatte das überhaupt nicht auf meinem Schirm. Oh, hier ist der Kleber ein bisschen schief, aber macht nichts. Ich hatte das überhaupt nicht auf meinem Schirm. Ich kannte das überhaupt nicht. Und ich weiß noch was. Wer hat mir das denn gesagt im Chat? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und was, Giolino? Ich weiß es gar nicht genau. Und das hat mich dann neugierig gemacht. Ich hatte mir das dann im Stream mal angeguckt. Also während ich gestreamt hatte, habe ich dann mal schnell bei Amazon reingeguckt. Und ich habe dann einfach mal die Firma am nächsten Tag angeschrieben, ob ich so ein Ding haben kann zum Testen. Ja? Und die haben gesagt, netterweise, deswegen wird hier auch irgendwo Werbung stehen, na klar, können wir die gerne zuschicken, kannst du testen. Eine Flasche inklusive 25 Liter Geschmack. Also das heißt, wir haben jetzt eine Flasche und die Pads, die da raufkommen, sollen für 25 Liter sein. Das sieht man dann so. Das werden wir auch in diesem Video erstmal nur auspacken und nachher kommt mein Testvideo. Ich habe mir ja auch schon mal ganz normales, stilles Wasser, Saskia hier wieder von Lidl geholt. Steht, also ihr könnt auch Sprudel wohl nehmen, habe ich gelesen, aber ich habe jetzt hier stilles Wasser, weil wegen der Stoffwechselkur. Wir sind jetzt in der Stabi-Phase. Achso, das... Ja. Und... Da soll man trotzdem noch nicht. Achso, deswegen ist der Laschen dran. Das kann man durchschneiden und gleich... Achso, okay. So. Sieht auch sehr schön aus. Warte mal, ich mache euch mal ein bisschen nach unten. Wenn man das so öffnet. Überall Früchte. Und die haben alle diese Form von diesen Pads, die da reinkommen. So, und hier haben wir dann eine genaue Erklärung. Okay. Dann haben wir die. Die sieht ja richtig cool aus. Also die sieht in echt cooler aus, als so auf den Bildern rüberkam, muss ich jetzt mal so sagen. Dann haben wir hier die. Air-Ups und genaue Erklärung, die richte ich mir mal hier oben hin. Will nicht so, wie ich wohl will, dass es soll. So. Dann haben wir einmal, das sieht ja cool aus. Die Air-Up-Flasche. Ach, hier steht so ja drauf. 650 Milliliter passen da rein. Ja. Dann haben wir die Anleitung Air-Up Wasser 2.0. Die Schrift ist wenigstens nicht so klein. Das ist sehr gut. Wenn ich mir da andere Anleitungen manchmal angucke, wo du dann sagst, ich habe schon Brille auf, aber das kann ich trotzdem nicht lesen. Ich weiß ja so nicht, ob man die Flasche vorher sauber machen soll oder so. Ist mir scheißegal, ich nutze die dann trotzdem. Eine Postkarte haben wir auch mit bei. Und wie gesagt, dann halt ein Zettel, wie wir die benutzen sollen. Das werden wir uns dann gleich durchlesen. Und hier sind dann die Air-Ups drin. Gucken wir mal rein. Probeset. So, 5 Stück oder so sollen da drin sein. Was haben wir denn hier drin? Pfirsich. Na, Pfirsich ist nicht so meins. Mal gucken, wie drüber kommt. Limette. Oh, geil. Limette. Ich stehe auf Limette. Apfel. Oh, wie geil. Apfel. Apfel und Limette. Oh, die werde ich als erste testen müssen. Oh, hier haben wir doppelt.
Zitrone, Hopfen. Also ehrlich gesagt, Zitrone hört sich gut an. Hopfen trinken hört sich für mich eher so ein bisschen eklig an. Aber vielleicht ist es ja vom Geschmack ganz anders. Orange Maracuja. So, aber wir werden definitiv als erstes einen Geschmack testen, der mir auch so vom ersten her gut gefällt. Ich werde diese Tropfending weg mal nach oben holen. Das werde ich gleich als nächstes testen. Was machen wir? Limette oder nee, Apfel? Wir machen jetzt erst den Apfel. Und wenn Apfel dann alle ist, dann machen wir hier Hopfen. Da bin ich mal gespannt. So, dann packen wir das hier wieder ein. Und ja, ich bin mal echt gespannt. Also, ich bin richtig gespannt. Oh, hier ist ein breites Gummiband, so ja, habe ich ganz vergessen zu erzählen. So, ja, die Hardware gucken wir uns im Hardware-Video an, also im nächsten Video. Jetzt haben wir ja nur ausgepackt und dann werden wir das im nächsten Video auch gleich mal testen. Also Mike Hardware und testen alle den eben. Wäre Blödsinn, da drei Videos zu machen. Ich brauche nicht ein 3-Minuten-Video machen und dann ein Minuten-Video oder so. Das ist ja auch Quatsch. So, dann würde ich sagen, wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder, hoffe ich doch. Wenn wir uns die Hardware, ist ja eine Hardware sozusagen, mal genauer angucken und ja, das erste Mal benutzen werden. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.